Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Es ist Zeit für ein neues Kreativvideo und auch wenn wir nicht da sind, sollt ihr natürlich nicht ohne bleiben dieses Wochenende. Und ich zeige euch hier mal eben kurz die Projekte, die ich auf einer Stempelparty in der letzten Woche gebastelt habe. Die letzte Stempelparty vor dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Und natürlich ist es schon herbstlich, also bei uns in Hamburg ist wirklich schon so ein bisschen Herbstfeeling. Ich muss fast jeden Morgen Blätter vorm Laden fegen. Und da wir in der letzten Woche, das Video zeige ich euch, blende ich euch hier oben nochmal ein, ja schon mal mit dem Tütenstanzboard gebastelt haben, dachte ich dann für dieses Wochenende ist es vielleicht auch ganz schön nochmal so das, wofür das Tütenstanzboard eigentlich da ist, mal zu basteln, nämlich so eine Tüte. Ich habe nämlich gesehen, ich habe sowas irgendwie noch gar nicht auf dem Kanal gezeigt, also zumindest nicht mit dem Tütenstanzboard. Und das waren die anderen Projekte, eine ganz schlichte, einfache Karte, Vintage Leaves. Ist jetzt im Herbst wieder so der Renner. Ich mag das Set ja sehr gerne. Und das ist eine kleine Hanuta-Verpackung, ganz schnell gemacht. Und es braucht nicht mehr als so ein Blatt da oben drauf. Aber wir basteln jetzt diese Tüte. Und ich habe hier ein Stück, mein letzter, in Schokobraun Farbkarton. Mir ist tatsächlich Schokobraun ausgegangen. Also mit Ausrufezeichen, mir ist Schokobraun ausgegangen. Das ist eine Farbe, die man normalerweise nicht so sehr viel verwendet. Und bei diesem Tütenboard habt ihr ja hier so die Anleitung. Es liegt auch nochmal eine so mit dabei. Und gleich als erstes geht es darum, wie das Maß für den Zuschnitt des Papieres sein muss. Und zwar seid ihr in der Höhe der Tüte. Also entweder so oder ihr könnt sie auch höher oder noch tiefer machen. Variabel, aber in der Breite sind drei vorgegeben durch das Tütenstanzboard, nämlich S, M und L. Und S, da müsstet ihr einen Zuschnitt von 10 Inch in der Breite haben, bei M von 11 Inch und bei L von 12 Inch. Es reicht aber auch eine DIN A4 Länge, dann ist die Klebelasche ein bisschen schmaler, aber es reicht, ihr braucht kein 30,5 x 30,5 in der Breite, sondern es reicht ein DIN A4 Bogen. Ich habe hier zugeschnitten Farbkarton, wie gesagt Schokobraun, in den Maßen 7 in der Höhe und 10 Inch in der Breite. Das wird also eine S-Tüte. Und das, was wir als erstes machen, hier unten habt ihr wie in allen unseren Boards noch dieses Falzbein. Und als erstes legen wir das Papier einmal bis zum Anschlag hier an, und zwar die lange Seite, und ziehen uns einmal hier die Falzlinie. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Wir machen nämlich eine Typ-Tüte mit so einer Lasche hier oben zum Verschluss. So. Und jetzt ist es im Prinzip, es ist ein bisschen tricky beim Tütenstanzboard, weil man ein bisschen aufpassen muss, aber wir stanzen jetzt einmal durch. Und zwar beginnen wir, indem wir das Papier hier an dieser Startlinie anlegen. Da ist auch wieder so eine berühmte Nase, wie bei den Stanzboards immer vorhanden ist. Da legen wir das Papier an, stanzen einmal. Und dann wird hier dieses Y, das wird nämlich ein Seitenteil, einmal gefalzt. Das Y. Und weil das die Seite wird, wird hier bei Side noch einmal runtergezogen. Gestanzt haben wir schon, hoffe ich. Also ihr könnt auch hier unten drüber falzen, das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt wird das Blatt Papier so weit durchgeschoben, dass diese Nase an der letzten Falzlinie anliegt, die ihr gefalzt habt. Und das, wir wollen ja ein S. Eine S-Tüte falzen, also wird jetzt hier bei S, nicht bei Side, sondern bei S, die Tütenfront gefalzt. Natürlich wieder gestanzt. Jetzt wieder die Falzlinie, die letzte Falzlinie, an die Nase anlegen, an der Nase anlegen, stanzen. Ups, da braucht man ein bisschen Muckis. Dann wieder das Y, weil jetzt kommt ja bei einer Tüte wieder die Seite. Und, huch. Ui, der war da. Ist eine besoffene Tüte. Also, und jetzt hier wieder bei Side. Ne? Weil es ist ja die Seite. Nicht bei S, sondern bei Side. Wieder durchschieben. Die Nase an die letzte Falzlinie. Stanzen. Und jetzt kommt unsere Rückseite. Also wieder bei S. Und jetzt müssen wir noch einmal stanzen. Und zwar, indem wir wieder die letzte Falzlinie an der Nase anlegen. Hier unten habt ihr nochmal so einen Pfeil, da könnt ihr nochmal vergleichen, dass es auch wirklich gerade drin liegt. So. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist der Boden von der Tüte. Und jetzt machen wir noch die Lasche und dazu legen wir uns hier oben, das ist die Klebelasche. Die zeigt jetzt mal nach links. Und dann legen wir die erste Falzlinie an
wie gesagt, hier ist die Klebelasche, stanzen und schieben dann durch bis zur ersten Falzlinie. Und stanzen nochmal. Und das wird jetzt gleich unsere Lasche zum Umklappen, zum Verschließen der Tüte. So, nochmal. Wir schneiden dann jetzt hier, das ist unsere Klebelasche. Die schrägen wir uns wieder ein bisschen an. Das ist der Boden, der bleibt so. Und hier oben, das wird ja die Lasche, die überklappt. Und dieses ganze Stück schneiden wir weg, und zwar an dieser Falzlinie. Das geht am besten mit einer großen Schere. Ihr könnt aber auch das Schneidebrett dazu Hilfe nehmen, um wirklich eine schöne Kante zu ziehen. Und das war auch schon fast alles. Jetzt werden die Falzlinien noch einmal nachgezogen. Das wird die Lasche, der Boden. So, und dann haben wir hier diese Seitenteile, und die werden entgegengesetzt, nicht vollständig gefalzt, aber mal so ein bisschen schon mal gezeigt, wo sie hin müssen. So, und jetzt kleben wir. Abreißklebeband, damit arbeite ich bei Tüten am liebsten. Dann bekommt einmal die Klebelasche von außen. Also so schließt sich eure Tüte dann nachher. Die Klebelasche kriegt von außen das Klebemittel, und von der anderen Seite, von innen, bekommen die beiden großen Laschen nochmal ein bisschen Klebemittel. So. Und als erstes wird die Seite geschlossen. Und dann, Klebelasche zeigt zu euch, das ist die Front der Tüte, links, rechts einschlagen, dann zuerst die hintere Lasche. Da mache ich es auch gleich ab. So, jetzt, das ist so ein bisschen wackelig hier, so ein bisschen fragil, hätte ich beinahe gesagt. Gucken, dass das wirklich einen schönen Winkel ergibt. Und so ein bisschen schon mal fixieren. Und dann könnt ihr von innen das mit dem Falzband nochmal richtig andrücken. Dass das hier unten auch nicht schief geht. Und jetzt, das Tütenprozedere kennt ihr, einmal von vorn nach hinten. Und dann schließt sich so die Box. Ich habe hier ein bisschen schlecht geschnitten oben, aber das passt. Alles gut. Und damit sie schließt, könnte man jetzt hier ein Band durchziehen oder ein Band drumwickeln oder eine Klammer oben dran machen. Und ich nehme mir jetzt einfach einen Magneten, einen Scheibenmagneten. Ich werde immer wieder gefragt, woher ich die beziehe. Ich mache das immer über Sammelbestellung. Ich habe für Selbstabholer oder beziehungsweise hier im Laden für kleinen Mengen Abnehmer auch immer welche vorrätig. Aber sucht mal im Internet. Es gibt mittlerweile einige Bastelshops, Online-Bastelshops, die im Sortiment haben. Sucht einfach mal nach Scheibenmagneten, selbstklebende Scheibenmagneten, dann werdet ihr ganz bestimmt fündig. So. Hoffen, dass es aufgeht, ja. Und dann kann man die Tüte ganz einfach verschließen. Und das ist das ganze Zauberwerk. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Deko, ein bisschen herbstliche Deko. Haben wir noch gut Zeit? Ja, kriegen wir hin. Ich habe es ja, wie gesagt, so ein bisschen herbstlich gehalten mit Vintage Leaves. Und dazu könnt ihr gut eure Restekiste verarbeiten. Ich habe hier ein Stück Kupferfolie. Die stanze ich mir gleich mal aus mit unserer neuen Stanze Sonne. Einfach so ein Kreis. Das passt gut zu Herbst. Kupfer passt super zum Herbst. Dann habe ich hier ein Stück Himmelblau, ein Stück Currygelb und ein bisschen Olivgrün. Und hier habe ich noch einen schmalen Streifen, etwa einen halben Inch, Flüsterweiß. Da kommt gleich noch ein kleiner Spruch drauf. Und jetzt nehme ich mir das Stempelset Vintage Leaves. Dann nehme ich mir das Ahornblatt. Dann noch, was ist das? Helft mir, Buche. Und das kleine Lindenblatt oder Birke oder was auch immer. Heimatkunde ist lange her. Aber Birke ist, glaube ich, eher das, ne? Oh, ihr werdet mich belehren, ich weiß es jetzt schon. So, das ist zu klein. So. Das nächste Mal bin ich auch wieder besser vorbereitet. Also ihr seht, auch Vintage Leaves ist bei mir wirklich in massenhafter Benutzung. Man sieht es den Stempeln schon an. Ich mag dieses Stempelset einfach total gerne. So, und gestempelt wird jetzt Terracotta auf Currygelb.
Gartengrün auf Olivgrün und mit Schokobraun auf Himmelblau. So, wenn ich hier noch ein Schmierpapier habe, dann stempel ich nämlich jeweils einmal ab. Also hier haben wir Schokobraun, da kommt das Ahornblatt drauf. So, dann ist der Kontrast nicht ganz so stark. Ist an sich auch schon schön, ne? Dann haben wir Terrakotta. Mich erinnert das so ein bisschen an die Blätter, die wir in Thailand in der Anlage hatten, die nachts immer zuhauf, natürlich viel, viel größer, im Pool lagen. Und jetzt noch einmal Gartengrün, dieses kleine Blatt. Oh, jetzt habe ich vergessen. Machen wir so. Zack. Hat gar niemand gesehen. Dann nehme ich mir meine Big Shot. Es gibt nämlich, die müssen wir jetzt nicht mit der Hand ausschneiden, den Luxus haben wir. Es gibt für die Vintage Leaves natürlich auch, das wisst ihr, die passenden Framelits. Die heißen Framelits Formen Laub. Logisch. Und das können wir jetzt auch in einem Rutsch so mit durchnudeln hier. Die magnetische Platte liegt unter, das macht es ein bisschen einfacher. Und das Blatt noch. Und dann kann das in einem Rutsch durchgekurbelt werden. Wie gesagt, dieses Knacken ist normal. Ich mache hier nebenan schon wieder den Turmbau zu Babel. Mal sehen, wann es ins Rutschen kommt. So. Und die Mädels auf der Stempelparty haben sich nicht getraut zu knüllen, aber ich finde gerade zu Herbstlaub diesen Knuddeleffekt gut, weil Herbstlaub ist nie glatt wie ein Kinderpopo, sondern hat halt schon, ist mehr so faltig wie das Gesicht einer 100-Jährigen. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass alle 100-Jährigen, die paar, die es noch gibt, immer ein sehr faltiges Gesicht haben, aber die meisten schon. Ich finde Falten ja schön, die erzählen vom Leben. Da sieht man, dass dieses Gesicht gelebt hat. Ich mag die operierten Gesichter nicht. So viel Zeit muss sein, dass man das noch knüttelt. Und jetzt wird das einfach nur noch zusammengeklebt. So. Ein bisschen Flüssigkleber. Da braucht auch nur so ein Klecks drauf, ne? Also das ist dann da ausreichend fixiert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber das schadet nichts. Alles gut. Ja. Auf der Kupferfolie braucht das jetzt ohnehin einen Moment, bis das angezogen ist. Und in der Weile können wir... Mädels, ich weiß nicht, wer mir mein Streifenpapier geklaut hat. Ach, da oben liegt der, guck mal. Gefunden, sprach's. Ja? Ich nehme jetzt das Stempelkissen Schokobraun nochmal und den Spruch Glückwunsch. Den habe ich aus dem Set Grüße voller Sonnenschein. Das ist so ein sehr vielseitiges Set, was auch für Anfänger wirklich gut geeignet ist. Das nehme ich gerne mit auf Stempelpartys. Und da nehme ich einfach nur dieses lapidare Glückwunsch raus. Stempel das einmal ab. Dann schneide ich mir das jetzt mal nicht als Fähnchen, nur so etwas schräg an. Und hier hinten lasse ich mir ein bisschen mehr Platz. Da nehme ich mir dann noch ein Stück Leinenfaden. Das seid ihr gar nicht mehr von mir gewöhnt, ne? So ein Projekt von Anfang bis Ende durchzubasteln. Den lege ich mir hier drauf. Tacker mir den fest, weil Tackern ist modern. Na klar. Habe ich nicht neulich gerade gesagt, dass bei mir gefühlt ständig die Tackernadeln leer sind? Gerne mal im Video drehen. Ich weiß nicht, irgendwie hatten wir es doch neulich gerade im Video. Ach ja. Das so kurz vor Feierabend. Morgen ist das Lädchen nämlich zu.
weil mein Mann hat übers Wochenende Geburtstag und da habe ich morgen noch ein bisschen was vorzubereiten. Und dann bleibt das Lädchen morgen zu und wir feiern vielleicht auch ein bisschen unseren Hochzeitstag, den inoffiziellen, den kirchlichen. Der ist nämlich morgen, am Freitag. Vor 5 Jahren haben wir kirchlich geheiratet. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich bin da nämlich eigentlich nicht so, weil wir aus unserer Hochzeit heraus in Svens 40. Geburtstag gefeiert haben. Sprich, mein Mann wird 45. Er zieht nach. So, in der Zwischenzeit habe ich das Schleifchen fertig und jetzt können wir unsere Tüte fertig dekorieren. Dann kommt hier hinten auf das Kupfer noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. So, das braucht einen Moment, bis es anzieht. Und auf meinen Spruch kommen 2 Dimensionals. Ich bin ja mal gespannt, was das hier wieder gibt heute. Pleiten, Pech und Pannen. Aber manchmal kommt es mir auch nur schlimmer vor, als es eigentlich ist. Und letztendlich kann ich das meiste dann auch rausschneiden. So, Glückwunsch. Das ist eine Verpackung, die sich auch gut mal für einen Mann eignet, zusammen mit der Glückwunschkarte. Ich finde, das ist so ein perfektes Männerprojekt, Männerkartenprojekt, ne? Oder so ein kleines Tischgoodie. Fertig ist die Tüte. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und am nächsten Freitag startet der neue Herbst-Winter-Katalog. Und dann ist auch bald wieder Kaffeezeit. Dann plauschen wir wieder ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob wir das schon zum nächsten Wochenende machen oder dann einfach in der ersten Septemberwoche. Und jetzt sage ich erstmal, bleibt gesund, bleibt kreativ, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss aus Hamburg. Tschüss.